Hallo ihr Lieben, hatte ja schon im letzten Video angekündigt, dass ich noch gleich eins hinterher drehe. Zum einen bin ich in Sabbellaune, zum anderen hatte ich plötzlich eine Idee und zum dritten ist meine Tochter übers Wochenende da und ich hätte sonst kein vorgedrehtes Video, was ich euch noch zeigen könnte übers Wochenende. Und wenn sie da ist, möchte ich mich nicht hinsetzen und drehen. Thema des heutigen Videos. Favoriten. Oder anders gesagt, worauf möchte ich nicht mehr verzichten? Natürlich kann ich auf alles verzichten. Das können wir, aber wollen wir das? Nö, ich nicht. Die Dinge, die ich euch heute zeige, sind alles Dinge, die ich im September zum Beispiel auch mit nach England nehme, weil ich einfach ohne sie nicht sein möchte. Und das ist so, ja. Ein bisschen Kosmetik, bisschen Make-up, bisschen was für die Haut und so weiter. Ihr dürft gespannt sein und ich denke, jetzt geht's los. Fangen wir mit dekorativer Kosmetik an und ich hoffe, ihr bleibt noch dran, wenn es um Pflege geht, weil da sind so schöne Sachen bei. Also bleibt unbedingt dran. Ich habe zwei BB-Creams, auf die ich nicht verzichten möchte. Genau. Eine ist etwas dunkler, eine ist etwas heller und beide sind gut und ich kann mich nicht entscheiden, welche besser ist, also müssen beide mit. Einmal ist das die Venus Lift von M. Asam, habe ich öfter schon gezeigt, tolles Produkt, mag ich sehr. Ist immer noch in meiner Favoritenliste, wird da auch nicht rausfliegen, ist aber an manchen Tagen zu dunkel für mich. Die ist so schön und die ist auch noch liftend. Dabei, die hat einen Lifting-Effekt, den darf man nicht unterschätzen. Langzeitwirkung kann ich nicht sagen, weil ich die nicht jeden Tag drauf habe, weil wenn ich zu Hause bin, habe ich oft gar keine drauf. Ich will euch das mal zeigen. So sieht sie aus und sie ist ziemlich deckungsgleich mit meiner Haut. Das heißt, schaut, die hat schon einen guten satten Farbton. Die fühlt sich so angenehm an, wenn ihr die auftragt. Ihr habt gleich direkt das Gefühl, da passiert was, da passiert Pflege. Das ist nicht nur ausgleichend und rötungsreduzierend oder sonst irgendwas. Sie hat für eine BB-Creme eine gute Deckkraft. Also wirklich eine Empfehlung von mir. Kann ich ruhigen Gewissens, ich fürchte auch für alle Hauttypen, weiterempfehlen. Meine zweite BB-Creme ist relativ neu und die habe ich auch heute drauf und jetzt auch schon ein paar Stunden. Und damit war ich auch schon unter Marmaschbecken und allem. Das ist von Note. Die Creme. Das ist eine illuminierende BB-Creme, die wirklich ganz, ganz, ganz fein und ganz schön ist. Ich will mal schauen. Die ist heller. Um nicht zu sagen weiß. Die ist so geil. So geil. Jetzt habe ich was völlig Falsches gesagt. Es ist nämlich gar nicht die BB-Creme. So kann es laufen. Sorry für den Fehler. Aber ist toll. Das ist nämlich der Primer, den ich auch so schätze, der so schön viel Glow macht. Aber jetzt habe ich die BB-Cream. Hier ist sie. Und jetzt will ich noch mal gucken, was da drauf steht. BB-Cream. Das ist ein Korrekturprodukt. Das ist ja aus dieser türkischen Serie, die ja in arabischen Ländern als High-End gehandelt wird. Bei uns wirklich gut und zu günstigen Preisen. Also sie kostet die Hälfte oder weniger als die Hälfte, wie die Venus Lift. Hat aber einen tollen Glow, ist super schön, ich mag sie sehr. Gebe ich mal was von auf die Haut. Also, aber die habe ich wirklich heute drauf. Da habe ich jetzt nichts Falsches erzählt. So sieht sie aus. Ihr seht, ist ein bisschen heller. Na, da kann man schon sehen, da braucht man nicht viel von. Die hat eine gute Deckkraft, finde ich. Gleicht die Haut fantastisch aus und lässt Glow zu. Das finde ich toll. Die wird auch nicht matt, auch beim längeren Tragen nicht, also fantastisch. Was habe ich denn noch an dekorativer Kosmetik? Ich habe einen neuen Lieblingspuder und der ist auch noch nicht so lange bei mir. Das ist der Smooth Operator von Tarte. Meine Güte, der ist so fein. Der ist wirklich so fein. Da kann Puderzucker mit einpacken. Wirklich. Und der macht so fein auf der Haut. Da kannst du noch so dicht an den Spiegel gehen. Du hast nicht dieses trockene Gedöns auf der Haut. Das ist so
fein, dass ich fast das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob es mir einbilde, aber der setzt sich wirklich so gut auf die Haut, dass das so schon von Haus aus verschmilzt. Ihr habt keine weißen Flecken im Gesicht, er ist nicht trocken, er ist fantastisch. Ich liebe ihn, das ist eine kleine Größe, darin sind nur, keine Ahnung, schon wieder der Bus, steht nicht drauf, aber der ist fantastisch, den kaufe ich mir nach. Was, wenn mein Make-up jetzt ein bisschen zu hell geraten ist und ich brauche neben einem guten Bronzer auch noch ein bisschen Wärme für mein Gesicht? Leute, ich sag's euch, seitdem ich das habe, diesen Bronzer von Nabla, seitdem benutze ich keinen anderen mehr. Oh, das ist so gemein, aber ist so, weil das Produkt hat mich berauscht. Und es ist oft so, dass ich plötzlich was finde, wo ich denke, wow, ist das gut, das ist so richtig gut und das mag ich. Und dann benutze ich es auch ganz oft. Ich sollte es vielleicht so machen, wie viele andere, die viel Make-up haben, auch so eine Rotation einführen. Aber ich würde den vermissen, weil wie gesagt, den habe ich heute auch drauf. Jetzt bin ich schon seit ein paar Stunden im Make-up, aber ihr könnt sehen, wie gut auch diese Nude BB Cream ist, weil ich habe das Make-up drauf seit heute Morgen um 8. Jetzt haben wir es etwa 15 Uhr, also klasse Ding. Damit mache ich mir nicht nur den Bronzer, das ist in der Farbe Ambra, das ist der hellste Ton aus der Kollektion. Und der ist so hell, dass ich damit mein Gesicht aufwärmen kann, ohne dass ich aussehe, als hätte ich wer weiß was im Gesicht. Ich kann den jetzt noch mal ein bisschen nachtragen, weil hier könnte ich noch ein bisschen Farbe gebrauchen. Dann machen wir das doch, ne? Und dann könnt ihr das sehen. Den könnt ihr euch wirklich in dem Farbton, wenn ihr ähnliche Hautfärbung habt wie ich, könnt ihr euch wirklich noch mal so drüber geben, um die Haut fein zu machen. Der gibt ein bisschen Glow, aber nicht so Krawoms, ne, wie ich gerne zu sagen pflege. Und der macht Wärme im Gesicht, ohne rot, ohne rotstichig zu sein. Der ist kühl und trotzdem wärmt er das Gesicht auf. Macht das Sinn? Dann no. Egal, ist klasse. 22 Euro, gut investiertes Geld, eine Sekunde bereut. Nein, auf gar keinen Fall. Toll, toll, toll. Da fällt mir ein, ich habe auch einen Lieblingspinsel in der Zwischenzeit, weil das hier sind alles Pinsel von BH Cosmetics, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Die liebe ich auch sehr und da würde ich auch als Tipp abgeben, schaut doch da mal, weil oft gibt es bei BH Cosmetics Prozente, auch auf Pinsel oder Pinselsets. Es lohnt sich in jedem Fall. Aber welchen Pinsel ich auch nicht mehr vermissen möchte, ist der von It Cosmetics. Und zwar der, mit dem du Foundation oder BB-Creme aufträgst und der noch so ein Concealer-Ding hat. Der staubt bei mir, ja, weil ich damit keinen Concealer auftrage, sondern unter meinen Augen damit sette. Und zwar mit Puder. Das habe ich aber jetzt nicht in dieser Sammlung, weil das ist schön, aber ich kann auch ohne leben. Ich habe heute auch keinen Concealer drauf, aber wenn ich Concealer drauf habe, ihr wisst genau, was jetzt kommt. Hello Fab, Avocado Concealer. Überlegt mal, wie lange ich den jetzt schon benutze. Ist doch bestimmt schon, also mindestens ein Dreivierteljahr, da ist immer noch was drin. Das ist der Wahnsinn. Kein aufhellender Concealer. Ist relativ dunkel. Er macht meinen Augenbereich also nicht hell, ne, sondern eher so, dass meine Haut, die vielleicht hier im Innenwinkel ein bisschen verdunkelt ist, ich mal gucken, ob das klappt. Ich probiere das nochmal. Ne, ihr seht, der macht nicht hell, aber er deckt Schatten etc. wunderbar ab. Und wenn ich wie heute keinen Lidschatten trage, ist der auch wunderbar, um mein Augenlid zu neutralisieren, weil da habe ich halt Rötungen, kleine Adern. Schaut mal. Das ist ein wunderbares Produkt. Und in jedem Fall, ich weiß gar nicht, was mit meiner Nase los ist, in jedem Fall pflegt der wie Hulle. Alle anderen Concealer, naja, bis auf zwei oder drei, die man eben einfach behält, weil ich habe auch noch einen aufhellenden,
Habe ich aussortiert, weil der macht mich glücklich, rundum glücklich. Das kann ich euch sagen. Auf den Lippen möchte ich nicht mehr vermissen, Birds and Bees. Guck, da kann man noch ein bisschen rumschminken, ne? Das ist eine Lippenpflege mit Plumping-Effekt. Das heißt, allen Boosters drin. Schmeckt ein bisschen frisch. After Eight. Ja. Macht Glimmer. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder gekratzt am Mikro. Ich muss mich dran gewöhnen. Der gibt Schimmer auf den Lippen. Guck mal. Schönes Ding das. Um die 7 Euro. Ich habe eine Farbe, aber es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Farben. Alle Produkte werde ich euch verlinken, soweit ich sie finde. Möchte ich ein bisschen Rouge auf den Wangen haben? Auch das können wir noch mal ein bisschen nachtragen, weil das ist ja auch schon wieder relativ futsch. Ja, weil wenn du beim Friseur bist, die Haare waschen lässt, die gehen ja mal. Ist von Revolution XX, wer hätte es gedacht? Das ist so ein schönes Produkt, das ist hübsch. Es ist mit einem Spiegel und es sieht so aus, ist ein matter Rouge, mattes Rouge. Also kein Glitzer drin, sehr stark pigmentiert, weil guck, ne? Und den setze ich mir ja immer hier hin. Sieht man gerade nicht viel, vielleicht auf der anderen Seite besser. Also in Natur, sage ich euch, ist der wunderschön. Und der macht die Haut nicht krustig, nicht quietschig, gar nichts. Den kannst du sowohl auf feuchte Base als auch auf trockene Base auftragen. Der wird auch nicht fleckig, wenn du keinen Puder nach der Foundation benutzt. Das finde ich gut. Weil manchmal hat man das dann so, dass man den Puder aufträgt, also den Blush, und hast vorher nicht abgepudert und du hast dann so fleckiges Zeug. Hast du hier nicht. Ganz feines Produkt. Preissegment super. Und ich verspreche mir, dass ich lange was von diesem schönen kleinen Kästchen habe. Freue ich mich richtig drüber. Möchte ich auch nicht missen. Was ich auch nicht mehr missen möchte, ist von BH Cosmetics dieses kleine Ding. Dieses kleine Döschen. Und zwar ist das mein Augenbrauenprodukt, was ich seit längerem benutze. Es ist für blonde Menschen. Und ich mache das so, dass ich mit dem Pinsel genau auf Hälfte, Hälfte gehe. Wisst ihr, ich habe hier meinen Pinsel und den setze ich wirklich so direkt so an. Mache halbe, halbe und dann streiche ich mir den Puder auf. Es ist jetzt nicht so Puder-Puder, es ist nicht so ganz trocken. Hat so eine mittlere Konsistenz zwischen, ja, Pomade ist es auch nicht. Aber er fühlt sich sehr weich, zart, flauschig an. Also nicht so, keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass wenn du den auf die Augenbrauen aufträgst, du das Gefühl hast, du brauchst da jetzt nur einmal rübergehen, dann pudert das alles ab. Nein, so ist es nicht, weil es ist fantastisch und schön. Wimperntuschen. Ich sage bewusst Tuschen. Es ist eine Marke, ähnliches Produkt, einmal waterproof, einmal nicht. Lasst Wimperntuschen teuer sein. Ich habe auch teure. Ich habe wirklich Wimperntuschen, die 30, 35 Euro gekostet haben. Und wozu greife ich? Zu einem preisgünstigen Produkt von Essence. Die hier, die ist klasse. Das ist einmal nicht wasserfest und einmal wasserfest. Heute habe ich die wasserfeste drauf. Wie gesagt, Friseur, ne? Weiß man ja nie, wo das Zeug sonst hinläuft. Richtig, richtig, richtig gut. Ich mag beide sehr gerne. Wenn ich nur so Wimperntusche auftrage, weil ich niemanden erschrecken möchte, nehme ich die grüne. Und die nehme ich, wenn ich etwas längere Haltbarkeit haben möchte, wenn die Wimpern ein bisschen weiter höher sitzen sollen. Oder wenn ich zum Friseur gehe, was ja nicht oft vorkommt, aber dann ist die. Und Leute, ich brauche keine andere. Ich brauche keine andere Wimperntusche. Und mit der brauchst du auch keinen Booster, wie ich euch im letzten Video gezeigt habe. Der ist völlig überflüssig, völlig überbewertet. Jetzt kommen wir aber zu anderen Dingen, die ich richtig gut finde. Also das sind die Sachen, die ich in jedem Fall mitnehme, wenn ich verreise, weil die
erleuchten mir das Leben, da weiß ich, die funktionieren. Und wenn was funktionieren soll, benutze ich die immer, so wie heute die meisten davon. Sonnencreme. Wir haben einen Test über Sonnencreme gemacht und für mich hat sich eine als besonders gut herausgestellt, weil sie bis abends mir die Sicherheit gegeben hat. Gut, ich habe nicht in der prallen Sonne gesessen, aber das wollen wir ja eh nicht. Aber sie gab mir bis abends ein wirklich sicheres Gefühl. Sie war feucht noch, sie hat meine Haut nicht ausgetrocknet, in keinster Weise angegriffen. Und zwar ist das von Ultrasan SPF 50 Plus diese Creme. Die ist auch schon relativ gut aufgebraucht. Die ist Anti-Aging, sie gibt Feuchtigkeit und ist Anti-Pigment. Das heißt, in der Sonne können Pigmentflecke, die vielleicht schon da sind, nicht dunkler werden, weil die verhindert das. Und die mag ich. Und das wird auch die sein, wenn das hier alle ist, die ich mir nachkaufen werde. Weil Top-Produkt kann ich nichts gegen sagen. Weiter im Gesicht. Jetzt kommt ein Produkt, was ich schon so oft hochgelobt habe. Und das hat mich auch noch nicht eine Sekunde enttäuscht oder irgendetwas. Das ist dieser japanische Toner. Er ist schon so oft bei mir verlinkt worden. Ich glaube, er steht auch in meiner Favoritenliste, die ich übrigens mal aktualisieren werde. Also sollte ich ein Produkt nicht unten unter Produktlinks verlinkt haben, dann steht es in der Favoritenliste. Guckt da mal nach. Klasse Produkt. Tolles Produkt. Ich brauche da eigentlich nichts mehr zu sagen, weil ich glaube, mittlerweile weiß es jeder, der meinen Kanal schaut. Dieses Zeug ist oberhammergeil. Noch ein bisschen drin. Noch habe ich Glück. Geht es um Handpflege? Also ich habe viel trockene Hände und ich habe auch viel Hände, die ich viel wasche. Ich wasche extrem viel meine Hände. Ich habe immer meine Hände so doll gewaschen, dass die echt kaputt waren. Ist diese Tote Meer Therapie Handcreme. Im letzten Aufgebraucht-Video habe ich euch dazu das Deo gezeigt, weil beide Produkte habe ich zusammen gekauft. Und die ist toll. Das ist eine schützende Pflegeformel mit Totenmeersalz, Mineralien, Vitamin E und Panthenol. Sie ist pH-neutral und hat 0% Parfum. Und die liebe ich. Und die ist wirklich effektiv. Sie ist fest. Ist also eine richtige Creme, keine Lotion oder irgendwas. Sie erfrischt und sie ist die, wo ich denke, so Pflegeschutz. Und die ist auch nicht so, also sie riecht nach gar nichts. Und die ist innerhalb kürzester Zeit eingezogen. Und meine Lieblingshandcreme, ich habe ganz viele, wirklich ganz, ganz viele. Aber die ist die beste von allen. Und dann habe ich noch einen Geheimtipp. Den habe ich euch letztes Jahr schon gegeben. Aber das ist wirklich ein Geheimtipp. Seid ihr auch so wie ich? Geht nicht so viel in die Sonne und erhaltet deswegen auch nicht gerade so die braunsten Beine? Ich meine, so arme Gesicht werden bei mir ja viel schneller braun als die Beine, wenn es denn braun wird. Das liegt aber daran, dass ich sehr viel lange Hosen trage. Jetzt habe ich mir aber zwei knielange Röcke gekauft. Ja, meine Stelzen sind halt so. Ja, ich wollte jetzt nicht Kackstelzen sagen. Nicht, dass ihr was Falsches denkt. Ja, sie sind blass. So, jedenfalls nicht so, wie es gut aussieht. Und da habe ich letztes Jahr ein Produkt für mich entdeckt. Und zwar von Venus Magic Legs. Ist bis hierhin alle. Also ich habe es auch letztes Jahr benutzt und das ist klasse. Das Zeug ist so klasse, es sieht auch keiner. Wenn du das drauf hast, sieht keiner. Und zwar ist das eine Creme, eine BB-Creme für Beine. Jetzt bist du platt, ne? Wenn das noch nicht gekannt hattest, das rettet. Weil wenn du die drauf machst, siehst du aus, als hättest du eine leicht eingetönte Strumpfhose an, nur dass die Beine sehr viel glatter sind als mit Strumpfhose. Und das ist Hammer. Das ist auch Glanz ohne Strumpfhose pflegend und abdeckend. Ich habe viele Narben an meinen Beinen, gerade am Schienenbein, weil ich Dussel laufe überall gegen und kriege schnell da blaue Flecken. Das deckt das nicht ganz ab, aber es minimiert und es lässt Beine strahlen. Das ist wirklich wahr. Das ist so ein schönes Produkt. Ich habe es auch erst neulich wieder benutzt.
Weil, wie gesagt, ich hatte einen Rock an, so einen 50er-Jahre-Rock. Ich will euch das mal zeigen. Wenn ihr das da rausholt, guckt, das hat Glow. Ist hellbraun. Es gibt das für hell bis mittel und von mittel bis dunkle Beine, glaube ich. Ist toll. Ich verteile das mal gerade. Dann könnt ihr mal sehen, das ist ein ganz leichtes Produkt. Schau. Spring Glow, das ist jetzt nicht eingerieben. Ich kann es mal einreiben. Das riecht gut. Irgendwie ein Duftstoff ist drin. Ja, mein Gott, eine Beine. Ne? Guck mal. Siehst du das? Wie das die Haut ausgleicht. Und so bleibt die Haut. Die wird nicht gleich wieder stumpf. Die bleibt gepflegt. Es kühlt. Macht ein super geniales Gefühl an den Beinen, vor allem wenn es warm ist. Und vor allem, ich hatte einen hellgrauen Rock an. Es färbt nicht ab. Also ich habe in meinem Rock keine Rückstände gefunden. Natürlich solltest du ja jetzt nicht eine Hose anziehen, wenn du das da gerade drauf gemacht hast, weil das ist sinnlos. Ja, das ist toll. Das ist richtig toll. Und zuletzt noch ein Produkt, was ich neu habe, euch das letzte Video auch schon gezeigt habe, ich kann es nicht oft genug betonen, ist von Balance Me. Habe ich mir neu gekauft und ohne dem möchte ich nicht mehr sein, weil ist anstatt Primer und anstatt Fixing Spray. Genuss pur. Und jetzt habe ich sogar noch was entdeckt. Das habe ich euch nämlich komplett verschwiegen. Das ist extra dafür ausgelegt, dass man sein Make-up nochmal auffrischen kann. Hättest du das gedacht? Ich habe mir nochmal alles über dieses Produkt angeschaut. Und es ist ja zu 99,9% aus natürlichen Wirkstoffen. Es ist eine Glasflasche. Hier drin sind 30 Milliliter. Die habe ich jetzt für 15 Euro gefunden. Finde ich, ist in Ordnung. Für das, was das Produkt alles kann. Mal guck mal. Habe ich ein bisschen aufgefrischt. Genau das verspricht es nämlich auch. Du kannst es als Primer benutzen. Kannst es als Fixing Spray benutzen. Bist du länger unterwegs, sprühst es nochmal drauf. Es hat so einen freien Sprühstrahl. Sprühstrahl. Dass es nicht so komische Flecken auf der Haut macht, weil guck. Und schon siehst du aus wie neu. Praktisch. Na, also nicht theoretisch, praktisch, guck. Ja, das sind meine Favoriten. Und ich denke, wenn ich das alles mit habe, dann brauche ich nichts anderes mehr. Vielleicht noch irgendeinen Kajalstift. Was fehlt mir noch? Im Grunde genommen nichts. Augenbrauen, Wimperntusche, alles dabei. Ich habe jetzt keine Lidschattenpalette, weil da kann ich mich echt ganz schlecht entscheiden. Weil das ist auch nicht so interessant, weil das hat was mit Geschmack zu tun. Welche Farben finde ich toll? Es hat weniger was mit Pflege oder so zu tun, weil hier waren ja auch Sachen bei, die du benutzen kannst, ob du ölige, trockene oder sonst was für eine Haut hast. Genauso wie das hier. Und die hier bin ich der Meinung, dass die auch mit öliger Haut geht. Habe ich nicht ausprobiert, aber ist immer mein Blick wert. Oder der Pflegestift, die Wimperntusche. Das sind jetzt alles so Produkte, die man so oder so benutzen kann, wo ich nicht sagen würde, das ist ganz speziell nur für mich. Weil häufig ist es ja so, dass bei Make-up oder Pflegeprodukten es immer irgendwie so auf mich abgestimmt ist. Ich meine, sollte es auch sein, wenn ich es benutze. Aber das sind alles Produkte, die kann mit Sicherheit jeder benutzen. Und ja, ich bin ganz happy damit, ne? Und darum habe ich sie euch jetzt mal gezeigt. Alles kleine Geheimnisse. Psst. Ihr wisst Bescheid, nicht weiter sagen. Das wisst nur ihr. Okay, ihr lieben Süßen. Ich wünsche euch, ich glaube, jetzt kann ich sagen, ein schönes Wochenende. Habt es schön, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.